Da ist ein Creeper, Mann. Was? Oh mein Gott. Creeper? Oh man. Und damit, hi Leute, willkommen heute hier zurück zu einer weiteren Folge von Roman und Lars sind Roman und Lars. Dieser Creeper, der hier explodiert ist, du hast den wundervoll explodieren lassen, aber du hast es richtig hässlich wieder zugebaut. Heul nicht so rum. Was heißt hier heul nicht so rum? Das ist mein Haus. Och Junge, wann stirbt dieser Kack-Creeper? Oh. Ist dir schon mal aufgefallen, dass fast jede Folge von uns beiden immer mit dem Creeper anfängt? Oh, wir haben hier Junge, jetzt so langsam hat das doch mal. Alter, was ist das? Wer hat hier die Tür offen gelassen? Achso, das war ja ich. Erstmal damit. Hi, willkommen heute zurück zu einer weiteren Folge von Roman und Lars. Sind Roman und Lars. Hä, das habe ich eben schon gesagt, oder? Ich bin so dumm. Gleich mal die Folge ausschalten. Das ist langweilig. Oh Mann, dieses Video ist echt langweilig. Das ist das Allerschlimmste, weißt du? Da denke ich mir auch so, geh doch einfach an die Zuschauer, die sowas schreiben. Es gibt manche Leute, die gucken nicht so oft, die sagen dann, also ihr könntet ruhig öfters mal das und das machen oder da und da hingehen. Dislike. Dieses Video war so langweilig. Das ist... nichts. Du wolltest eigentlich diese Folge Kommentare vorlesen, hast du gesagt. Ich dachte, wir wollten diese Folge erstmal in Never gehen. Machen wir auch gleich. Wollen wir eigentlich in Never? Was brauchen wir da eigentlich? Wir gehen einfach rein. Kannst ein bisschen Zeit überbrücken. Ein paar Sachen erledigen. Ich hab noch was auf dem Herd und so, weißt du, Bro, kennt man. Wo ist mein Schwert? Also ich habe mir heute vorgenommen, ein paar Kommentare vorzulesen von den Leuten, die bei uns mal Kommentare schreiben, ne? Ja, auf jeden ein paar, Fall. Die machen das. Die machen Kommentare. Paar, nein, die tatsächlich die Zeit nehmen und Lars und mir Kommentare schreiben. Das finden wir sehr, sehr attraktiv und das sehr toll. Das finde ich nice, yeah. Vor allem ist der Idiot, ist eigentlich ein Eisbär. Attraktiv, du bist so ein Idiot, wirklich. Warum nennst du mich denn Idiot? Sowas, so redet man nicht mit Freunden. Du bist nicht mein Freund. Hast du dich? Und du wirst auch niemals mein Freund sein. Ich fange auch einfach an zu heulen, gell? Yeah. Ist dir... Lars und ich sind schon so lange in Kontakt, weil wir sind ja keine Freunde, dass wir uns schon auf einer ganz anderen Ebene unterhalten. Das ist schon ein ganz anderes Level, echt so, ja, was wir ist erreicht echt so. Haben. Aber das ist so. Aber wahrscheinlich kennt... Oh nein, ich wollte dem nicht wehtun. Desto länger man mit jemandem befreundet ist, desto gruseliger ist das alles. Ja klar, weil da auch viel mehr Insider sind und so. Und ja, Mann, wir haben zu viele Insider. Und daher, dass Lars und ich eigentlich auch konstant immer sprechen und immer in Kontakt sind, weil wir auch zusammen diese Videos drehen, das ist schon crazy eigentlich. Oh, hast mal wieder gecheatet, ha? Nee, ich mache etwas, was ich schon vor längerer Zeit hätte tun sollen. Ich beende meine Karriere. Wenn man das Karriere nennen kann. Das tun soll, was ich schon lange tun muss. Und das ist so eine Karriere zu werden. Nein, komm mal her, ich habe was gemacht. Es ging perfekt auf. Was, wohin denn herkommt? Mann, lass, du musst mir immer sagen, wo du bist. Ich bin bei dir vor der Haustür. Okay. Alter, geil! Das ist ja richtig gut. Wo bist du? Ach so. Jo. Das ist gut, ne? Das ist ein schöner Bau. Ja klar, das wird doch schöner gebaut, aber das hat übelst genervt. Immer dieses übers Wasser zu schwimmen und so. Und jetzt... Oh, ich habe richtig viel Schaden gekriegt. Ja, man baut es. Ich baue das jetzt nochmal demnächst ein bisschen schöner so, aber so ist eigentlich schon... Oh nein! Oh nein! Warum ich? Kann es sein, dass es hier jede 5 Sekunden eigentlich regnet? Irgendwas liegt über uns. Das sind so. Sturmböen oder sowas. Ich glaube, da oben ist Mr. Iglo Man. Und er ist eigentlich ein Eisbär. Ein Eisberg, gell? Berg. Okay, hast du Bock, in den Nether zu gehen? Ja. Und wenn wir im Nether sind, dann lass ein paar Kommentare im Nether beantworten, ja. Weil Kommentare beantworten wir ausschließlich nur im Never. Ist doch klar. Warte, ich leg noch kurz 2 Steine in meinen Ofen. Wusstest du, dass Mr. Iglo Man eigentlich ein Eisbär ist? Mr. Iglo Man? Ich kenne ihn persönlich. Hab den schon mal gerochen. Ja, ich habe mal mit ihm Fisch gebraten. Fischgang. Auf persönlicher Basis habe ich mich mit Mr. Iglo Man getroffen. Also ich bin nicht geschäftlich oder sowas mit dem, sondern richtig dicker. Also, einfach so.
Oh. Diese beschissenen Dings hier. Komm her. Die gehen mir so auf die Nerven, diese Creeper. Ich hab gemerkt, dass Lars inzwischen mehr flucht, so. Der flucht ja, aber das ist mir jetzt gerade auch wirklich auf die Nerven gegangen. Es tut mir leid, okay? Bist du hier über mein Feld gelaufen? So Sachen sagt man nicht, nein. Nein, bin ich nicht. Komm jetzt ins Dings, ein Nether. Hast du dich? Geh mich auf die Nerven, los. Hast du Eisen dabei? Mir fehlt Eisenrüstung. Ich baue mir kurz. Geh du schon mal rein und ich lese schon mal eine Frage vor, okay? Und dann komme ich hinterher. So. Ich bin tot. Also, einmal habe ich hier die erste kleine Sache. Das ist übrigens aus deinem Video vorgelesen. Die Folge Unsterbliche mutierte Superbiene. Ah. Da hat einer geschrieben, dass wir einen Dialog hatten, wo du gesagt hast, ich habe wieder mein Beet geerntet. Und ich habe darauf gesagt, ich habe wieder gebetet. Aber kann man das Wort, also so wie beten, von ein Beet legen, kann man stattdessen beten sagen, so wie beten in der Kirche beten, aber halt beten? Aber indem du halt dingst. Ja, ich weiß schon, wie du meinst. Klar, du bet einmal beten und wenn du dann dein Beet abbaust, dass du das einfach als Synonym dafür nimmst, so ein bisschen, weißt du? Was machst du gerade? Naja, ich bin gerade am Beten. Ja, ich weiß nicht. Das ist schon ziemlich doppeldeutig. Was bist du gerade am Machen? Na, ich bete gerade mein Beet. Das kann man doch sagen, oder? Wenn oder du betest dein Beet an. Oder du hast dein Beet gebeten, dein Beet anzubeten. Oh mein Gott. Ich hab mein Beet angebetet, mein Beet zu beten. Ich hab mein Beet angebeten. Nein, was habe ich eben gesagt? Ich weiß schon nicht mehr. Ich habe mein Beet gebeten, mein Beet anzubeten. Okay, ich komme in Never. Bin da, wer noch? Bum, 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 bum. Wo bist du so lang gelaufen? Nach rechts oder nach links? Koordinaten willst du wissen? Nein, ob du nach links oder nach rechts gelaufen bist. Ob du nach rechts gelaufen bist oder nach links. Ich weiß nicht, wo ich lang gelaufen bin. Ey, wir können ein bisschen Klostein mitnehmen. Klostein? Ja. Ja, ich glaube, ich nehme auch ein bisschen Klostein mit. Soll ich nochmal was vorlesen? Ja, warte, ich tippe mich einfach gleich zu dir. Weil sonst kommen wir nicht mehr raus, so. Und dann sind alle Sachen, die ich hier fand. Da fragt jemand eine interessante Sache. Und zwar, Devi Flausch 81 schreibt, kommt mal wieder ein Video, in dem du und Roman seltsame Sachen essen. Interessant. Da kannst du den Leuten mal einen kleinen, analog. Ach so, du willst jetzt wissen, ja, ich will genau das hören, du weißt ganz genau. Ach so, ja, das liegt daran, dass ich keine Lust mehr auf Roman habe und deswegen. Die Wahrheit, komm. Ich habe einfach keine Zeit und ich konnte nicht, weil ich kein Auto habe zurzeit. So, fertig. Hast dein Auto seit etlichen Jahren kaputt und er will es nicht reparieren? Was heißt, ich will es nicht reparieren? Ich kann es nicht reparieren. Doch. Ja, bin ich Automechaniker? Ja. Nein, aber der Typ bei dir in der Nähe, der eine Werkstatt hat, ist ein Automechaniker und da steckst du dein Auto rein. Ich hab das doch schon gemacht, aber wir nehmen so viel auf am Tag, dass ich keine Zeit mehr finde dafür. Das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht. Ja, morgen könnte ich gehen. Morgen gehe ich. Morgen lasse ich das Auto reparieren. Du sagst schon seit 5 Tagen, dass du das Auto reparieren möchtest. An der ganzen Sache ist, diese Folge, die jetzt kommt, die kommt erst ein paar Tagen. So, bestimmt ist das Auto bis dahin schon repariert. Naja, Fakt ist auf jeden Fall, dass wir aufgrund Lars seiner nicht reparierten Autoschüssel, die er fährt, nicht aufnehmen konnten, weil Lars nämlich nicht zu mir herfahren konnte, ins Büro. Also Problem ist, ich hatte schon alles vorbereitet. Problem ist, ich müsste einen neuen Reifenwechsel machen und so, aber ich bin zu geizig. Das ist der Grund. Ja, die Leute sollen das mal hören, weshalb da weniger Videos. Ja, das können die ja ruhig wissen. Was heißt weniger Videos kommen? Die Videos kommen ja trotzdem noch. Nee. Wo haben wir das letzte Mal? Also, wir machen das ja so, das stimmt. Wir machen das aber so, wir nehmen ja immer mehrere Folgen auf. Das heißt, wenn ich dann mit dir oder. Du kannst ja auch hierher kommen. Jetzt tu mal nicht so. Du hast aber kein Studio bei dir. Du auch nicht. Doch. Ich habe sogar ein Studio mit einem magischen Kameramann. So magisch ist er jetzt auch nicht. Der magische Kameramann. Ja, aber, aber so magisch ist er jetzt auch nicht. Ja, aber wir können auch hier Magie machen, wenn du willst. Bisschen Dings. Bisschen also jedenfalls Magie. Müssen wir auf jeden Fall nochmal festhalten, dass Lars ein fauler Sack ist und sein Auto nicht repariert hat. Das können viele Leute sind faul, so. Das ist kein Dings, das ist jetzt keine Ich bin da, wo wir übrigens letztens gegen diesen Typen gekämpft haben. Ich baue Glowstone ab. Klostein. Ja, aber weißt du, theoretisch hättest du auch hierher kommen können, wenn es dich so sehr stört. Ja, aber wo wenn es dich so sehr stört! Wo hätten wir das aufnehmen sollen? Dann nimmst du deinen magischen Kameran mit, der reibt dann an der Dings, an der Lampe. Und das Glücksrad soll ich mitnehmen und den Tisch soll ich am besten mitnehmen und die Lampen und alles.
Ich hab doch Lampen hier. Soll ich eigentlich... Ich weiß nicht, wie ich das nächste Mal mache, damit es so okay ist. So. Ich werde einfach einen LKW bauen. Und da drinnen sind dann einfach alle Sachen, die wir brauchen zum Drehen. Alter, ein magischer LKW. Das ist so crazy. Und dann können wir auch so ganz Deutschland mit den Zuschauern aufnehmen. Und dann fragt mich jeder so, warum haben sie eigentlich einen fahrenden LKW als Studio umgebaut? Und dann sag ich, naja, wissen Sie, der Lars, der wollte sein Auto nicht reparieren, also habe ich einen LKW gebaut, damit ich zu ihm fahren kann, mit dem Studio. Du hast ihn einfach selbst gebaut, den LKW, gell? Ja, so, klar. Ich kenne mich aus in Sachen Motoren. Ich baue die selber. Ja, aber V16. Ja, aber okay, ich gebe es zu, ist schon meine Schuld ein bisschen so. Aber demnächst kommen, glaube ich, wieder neue Sachen. Glaube mal, ne? Glaube mal oder wie ist immer? Das können wir glauben, das können wir aber auch lassen. Können wir glauben, aber können wir lassen. So. Was gibt's noch? Hau rein jetzt, ich will's wissen. Harumi hat geschrieben, könnt ihr mir bitte zu den 100 Abos helfen und meine Videos liken, please? Was ist deine Antwort dazu? Hä? Wer hat es geschrieben? Halloumi. Achso, also. Nein. Einfach relativ kurz gehalten. Nein. Ja. Keine Ahnung, das Problem ist halt einfach, wenn man das bei einer Person macht, dann wollen das alle und dann wird dein Channel einfach irgendwann zum Dings, zu so einem Promo-Channel, weißt du? Promotion-Channel. Deswegen, und die besten, die ersten 100 Abonnenten, die selbst zu machen, ist immer noch das beste Gefühl. So, deswegen, ist hier das Wichtigste allgemein, wenn man ein guter YouTuber, eine gute Nudel sein will, dann kriegt man das ohne Hilfe hin. Ja, dann muss man das eigentlich ohne Hilfe machen. Soweit Lars und ich haben das auch ohne Hilfe gemacht. Und sieh uns an. Ich hab Angst. Jung, dynamisch und erfolglos. Jung, dynamisch und erfolglos. Ey, das wäre ein so cooler Buchtitel. Jung, dynamisch und erfolglos. Das stimmt. Kann man mal schreiben. Oder ja. Jung, dynamisch, erfolgreich. Aber dann ist es nicht so witzig, glaube ich. Also, Junge, ich habe auf jeden Fall genug. Das ist dann ein Sachbuch. Ja, das ist dann sowas wie, komm in die WhatsApp-Gruppe. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Porsche, Cayenne oder wie das Ding heißt. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. So, hier ist noch ein Zitat. Und zwar, Lars sagt, Mathe. Ja, Dings hier, diese Dings. Der Lehrer sagt, was? Ich sag, what the fish? Du bist ja gar nicht mehr im Nether drinne. Ich chill hier schon. Ich cheate hier schon. Was benutzt du denn wieder? Ich brauche nur deine Workbench. Ja, wofür denn? Für Dings. So. Was hast du dafür Geld? Ich habe 48 du, hier. Ich habe 48 Klo-Stau. Klo-Stau. Echt? 48? Ja. Das ist doch die Antwort auf alles. 42? 48 Klostein. I'm a liebe Mirko. Hey, so where you from? You sexy thing. Sexy thing. Yeah. Yeah. Hey, hier fehlt nichts. I believe in miracles. Hat der ein Lilipad in der... Oh nein, ich hab mir Enderman angeguckt. Und damit beenden wir die Folge, Leute. Lars hat ein Enderman angeguckt. Oh, damit ist die Folge zu Ende. Damit ist die Folge zu Ende, Leute. Wir sehen uns morgen wieder. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Menge Klostein. Willst du noch eine? Komm, noch eine Frage machen wir. Eine Frage? Okay. Und zwar... Ja. In einem Video hat Lars wirklich Glas gecheatet. Schreibt ich nicht. Stojan Kolev. Hab ich nicht gemacht. Wie kannst du dich dazu äußern? Warum ich hab nicht gecheatet. Die Leute haben das sogar gesehen im Video und ich glaube, ich hab nicht gecheatet. Oh. Das ist Quatsch, das stimmt nicht. Okay, damit verabschiede ich mich, Leute. Wenn jetzt hier schon wieder irgendwelche Anschuldigungen kommen gegen mich, will ich das hier ganz schnell unterbinden. Tschüss. Ja, Lars will sich da ganz schnell rausreden, sagt er. Ich muss jetzt weg. Tschüss.